Da haben wir Erbsen, Sprossengrün, Microgreen, sagt man Neudeutsch. Dann haben wir Sonnenblumengrün. Und diese beiden zusammen haben eben das komplette Aminosäurenprofil. Also wir haben das wirklich analysieren lassen, sogar die drei verzweigten Aminosäuren, alle essentiellen, also zusammen. Ja. Jeden einzelnen fehlt ein bisschen was, aber zusammen haben sie das komplette Profil. Ja. Gut, und durch das, dass die Zellulose weg ist, kann es in deinem Körper halt gut verstoffwechselt werden, aus dem Grund auch, weil halt Chlorophyll sich bildet. Also man hat sehr viel Chlorophyll noch drin, sehr viele Enzyme, weil das keimende Korn halt einfach die Enzyme bis zum 10. Tag in den Halm lässt. Und dann geht es halt wie bei den Gräsern halt einfach auch. Gut, und dann haben wir eben, sind die Aminosäuren und das andere sind die Mineralstoffe. Ja. Du hast einen hohen Mineralstoffverlust auch praktisch, wenn du der Körper transpiriert, ja, wenn jetzt nicht gerade das Wasser runterläuft, aber du hast halt einen hohen Mineralstoffverlust und du kannst mit Stangensellerie, wo wir momentan einen ganz tollen Deutschen haben, das ist echt bei uns am Gemüse da und schöne kleine Gurken, deutsche Biogurken von unseren Anbauern. Da hast du Mineralstoffe einfach. Und so füllst du eben diese Depots, die bei hoher Leistungsfähigkeit gebraucht werden, schnell auf. Es geht unvorstellbar schnell ins Blut, wird gut verstoffwechselt. Also eine ganz tolle Geschichte. Und daher kommt eben dieser Saft, weil in dem Hippokrates-Institut, also jedes Hippokrates, Frau Dr. in Wigmore, ja, die war das mit den Grassäften, wo er gesagt hat, junge Getreide, etc. Gesagt haben, okay, wir brauchen für unsere Patienten einfach was, damit die praktisch uns nicht dehydrieren und dass die gut mit Aminosäuren versorgt sind. Das ist ja nicht komplett vom Fleisch fallen, auf gut bayerisch gesagt. Und so ist dieser Saft entstanden. Ja. Und da wir eben mit den Gräsern arbeiten, sind die Leute halt immer mehr an uns herangetreten und haben gesagt, Mensch, wie schaut es aus und könnt ihr und so. Ja, und dann haben wir halt von geschnittenen Grün, wo man gesagt haben, im Vorfeld schon gesprochen, es muss halt immer ins Leben auch passen, man kann es aber aussehen, ja, kriegt man die Komponenten dazu. Wir begleiten das auch, also wir machen Telefonsupport, das heißt, wenn sich Leute anrufen, haben Fragen, also kann man uns auch noch erreichen, das ist immer ganz wichtig. Ja, und dann kriegt man es halt als geschnittenes Grün oder dann eben als Produkt gefroren. Ja. Also das soll ja immer ins Leben passen.